Willkommen zurück in der Kastleisporthalle. Wie eben schon angekündigt, haben wir auch heute mal wieder einen Pausentalk-Gast an meiner Seite. Wenn Sie seit September die Saisonspiele schauen und gucken sich regelmäßig auch die Pressekonferenzen an, dann werden Sie dieses Gesicht neben mir schon gesehen haben. Ich begrüße an meiner Seite Lukas Thier. Hallo Lukas. Hi Carsten. Alles gut bei dir? Alles bestens. Spielstand ist noch ausbaufähig, aber ansonsten alles gut. Du bist ja jetzt so knapp ein Vierteljahr schon da. Die Zeit rast. Ja. Ja, bist du denn jetzt schon im blau-weißen Dress angekommen? Bist du schon in Husky? Ja, also definitiv kann ich wirklich so sagen. Ich komme ja auch hier aus der Region, war vorher schon verbunden zu den Huskies, aber jetzt in den ersten 3 Monaten bin ich sehr, sehr gut reingekommen. Wir haben viel zu tun auf jeden Fall und ich sage immer so schön, da kommt man noch besser rein dann, wenn man viel zu tun hat, und das hat bisher super geklappt. Fühle mich sehr, sehr wohl mit den Kollegen, also mit Derek, Michi, allen so, die auf der Geschäftsstelle im Büro bei uns sind. Macht sehr viel Spaß, bin super zufrieden. Ja, super, das klingt doch sehr schön. Vor deiner Tätigkeit hier bei den Huskies warst du ja bei den Handballern von Eintracht Baunatal aktiv. Welche Berührungspunkte, Schnittpunkte hattest du da überhaupt mit der Sportart Eishockey und auch überhaupt mit den Huskies gehabt? Ja, ist richtig, ich war in Baunatal bei den Drittliga-Handballern, ist sozusagen auch mein Heimatverein, habe da auch gespielt. Mit Eishockey hatte ich eher nur in meiner Freizeit halt zu tun. Also wenn ich halt, wenn es gepasst hat von den eigenen Spielen oder ja mit dem eigenen Spielplan, war ich halt oft hier in der Eissporthalle. Das war meistens dann mal Freitagabends der Fall. Habe mir einige Derbys in den letzten Jahren angeguckt. Ich war auch schon noch zu DEL-Zeiten mal hier. Habe da als kleiner Junge auf der Treppe gesessen, auf der Gegengerade, kann ich mich noch erinnern. Und war mir schon alles ein Begriff. Natürlich nie selbst gespielt und noch nicht so eingetaucht, wie ich es aktuell bin. Du bist ja hier bei den Huskies nicht dieser klassische nur Pressesprecher, sondern dein Titel ist Marketing und Kommunikation. Was kann sich denn der Fan darunter vorstellen? Also was ist denn dein tägliches Aufgabenfeld hier bei den Huskies? Ja genau, also unsere Abteilung ist das Team Marketing und Kommunikation. Zusammen mit dem Derek Dinger mache ich das sozusagen, bin da ja seine Unterstützung. Es ist nicht der klassische Pressesprecher, das stimmt. Ich habe aber schon sehr, sehr viel mit der Presse und den Journalisten zu tun. Aber natürlich auch ein ganz großes Thema ist Social Media, die Website. Das läuft alles über unseren Tisch. Wir erstellen die Grafiken, wir befüllen das alles. Ja, alles, was ihr so auf Social Media seht, kommt von mir bzw. in Zusammenarbeit mit Derek. Wer sich jetzt heute wundert, warum das Posting vom ersten Drittel vom Zwischenstand einen Tick später kommt, liegt daran, dass wir heute hier das Interview machen. Die Berichterstattung auf Social Media, auf der Website, Also du bist ganz eng, arbeitest du mit Derek Dinger zusammen, aber auch mit Stefan Gerhold, der ja hier die Spray-Übertragung inhaltlich befüllt. Wie ist denn da so die Zusammenarbeit mit den beiden? Ja, also hier mit dem gesamten Spray-Team habe ich natürlich viel zu tun, bin ja da sozusagen die Schnittstelle zum Verein. Macht super viel Spaß mit dem gesamten Team, mit Derek im Speziellen. Wir kommen super aus von Anfang an, haben uns sehr, sehr gut verstanden. Verstehen uns, ja, ich will jetzt nicht sagen blind, aber es funktioniert schon sehr gut mittlerweile. Auch mit Stefan, immer angenehm. Wir sind ein gutes Team. Es macht immer viel Spaß, es erleichtert so einiges. Also du hast deinen Schritt, den Wechsel zum Eishockey nicht bereut? Absolut bisher, nicht. Also bisher. Absolut nicht. Ich wollte immer was in die Richtung machen, also war schon immer sportbegeistert. Und so wie es jetzt aktuell läuft, natürlich die Ergebnisse stimmen auch. Das war natürlich bisher ein super Start. Es ist sehr spannend, jeder Tag ist nicht wie jeder andere, sondern wir haben immer wieder neue Dinge, neue Herausforderungen, denen wir uns stellen. Wie gesagt, wir haben auch viel zu tun, das ist aber wirklich auch spannend wir haben viel vor, wurde ja schon an einigen Stellen gesagt, und es macht sehr viel Spaß, das jetzt zu begleiten. Du hast eben in der vorletzten Frage gesagt, dass du ja auch als Jungspund hier schon in der Eishalle warst. Wie hast du überhaupt diese Veränderungen in den letzten 2 Jahren, einmal auf der Geschäftsstelle an sich, wo du ja auch tagtäglich bist, aber auch hier in der Eishalle, wie nimmst du das wahr? Ist das noch die Eishalle, die du damals kennengelernt hast? Ja, also nicht mehr so richtig. Da ist schon ein ganz schöner Feinschliff, würde ich mal sagen, in den letzten anderthalb, 2 Jahren gemacht worden. Es ist jetzt ein ganz anderes Feeling, hat aber trotzdem noch seinen Charme, finde ich, von vorher. Also man erkennt schon noch, dass man in der Eissporthalle Kassel ist, aber es fühlt sich ein bisschen anders an, allein durch den großen Videowürfel. Und alles, was hier so gemacht wurde, ist super. Ich finde es ganz toll, dass das so gemacht wurde. Es hat natürlich auch die Aufgabe, die ich jetzt angetreten habe, um einiges spannender gemacht, was du gesagt hast, was im Umfeld so passiert ist. Okay. Du hast ja eben schon gesagt, der Start in die Saison war gut.
Jetzt das Ergebnis ist noch nicht ganz so passend, aber es sind ja noch 40 Minuten Zeit für die Huskies, das Spiel zu drehen. Wie nimmst du denn überhaupt die in den Saisonverlauf bisher sportlich wahr? Alles in allem kann man schon zufrieden sein, würde ich sagen. Klar, die ersten zwei Spiele war noch ein bisschen der Motor am Stottern, aber danach ist das Team sehr, sehr, sehr gut ins Rollen gekommen. Die letzten Wochen sehr erfolgreich gespielt, sich jetzt an die Tabellenspitze gespielt. Ich denke, die Fans waren zufrieden, gerade mit den Heimsiegen jetzt mit den letzten Heimsiegen gegen Krefeld und gegen Ravensburg. Viele Tore gesehen, spektakuläre Spiele. Die Mannschaft spielt auch relativ konstant, muss man sagen. Und ja, heute ist es noch viel Zeit, du sagst es. Und wollen wir mal hoffen, dass die Jungs da jetzt nochmal eine Schippe drauflegen und ins Rollen kommen. Ja, danke dir. Zum Abschluss habe ich noch eine Doppelfrage sogar. Wie eng ist denn auch die Zusammenarbeit von dir mit der Mannschaft zusammen? Und anschließend daran, hast du vielleicht so aus der Mannschaft so einen Liebling, den du vielleicht immer so als ersten Kontakt hast, mit denen als erstes sprichst, wenn irgendwie was gemacht werden soll aus der Mannschaft raus? Oder? Ja, also zum ersten Kontakt zur Mannschaft, der ist schon oft da, also auch unter der Woche. Ich bin natürlich immer dann dafür zuständig, dass wenn Anfragen sind für Interviews oder wenn die Presse wen befragen möchte, dann bin ich natürlich dann die Schnittstelle zur Mannschaft. Also hab da einen guten Draht, muss mir die Jungs auch mal ziehen, wenn ich sie für unsere Kanäle haben möchte. Das ist super entspannt. Ich meine, ich komme aus dem Sport, ich habe das jetzt nicht anders erwartet, aber es ist schon echt ist toll. Also es macht sehr viel Spaß, auch mit den Jungs im Austausch zu sein und sind alles ja super Jungs. Ein Liebling? Nee, habe ich eigentlich nicht. Vielleicht der Fabi Körber, der Betreuer, der ist schon immer, oder die Betreuer im Generellen, die sind natürlich auch immer meine Ansprechpartner, wenn vielleicht noch gerade ein Meeting abgehalten wird. Dann funke ich immer vorher mal den Fabi an, genau. Okay. Ja, dann denke ich mal, die Huskies haben mit dir vieles richtig gemacht. Du hast mit den Huskies vieles richtig gemacht. Aus Sicht des Spray-TV-Teams kann ich auch sehr positiv nur melden. Die Zusammenarbeit mit dir macht Spaß. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir heute zumindest jetzt zwei Drittel lang noch ein besseres Spiel unserer Huskies sehen. Ich hoffe, die Nauheimer Fans werden es uns verzeihen, dass wir das jetzt gerade so ein bisschen durch die blau-weiße Brille natürlich sagen. Aber ja, das ist dann nun mal so. So, liebe Zuschauer, noch 7 Minuten Drittelpause, dann geht's hier weiter. Tim Schaumburg und Stefan Gerold wird sie dann wieder begleiten im zweiten Drittel. Ich danke dir, Lukas, dass du hier warst, dass danke, du dir Zeit Carsten. Genommen hast. Jetzt darfst du das Posting raushauen, damit die Fans, die weder streamen noch sonst was irgendwie live mitbekommen, dass sie es zumindest jetzt bei Social Media sehen, wie es hier steht. So ist der Plan. Danke dir. Bis dahin.